Fahrschuhe. Milka Tender 60 Stark Packung, Fifi 40 Stark Packung, Kinder Veimel 30 Stark Packung für Omi. Heute ist ein guter Tag. Und Hi Etwa steht. Oh, das hört sich wirklich gut an. Oh, bin ich neidisch. Ich mag das kleine Vieh. Oh, da bin ich ein bisschen neidisch, ne? Und ich war glücklich, weil ich bei Aldi ein Dreierpack von den Koala-Keksen gekriegt habe. Erledig diese Truppen. Ich bin bald da. Ich sorge nur für etwas. Karma-Neuausrichtung. Oh, das war ein großer Fehler. Gibt es ein Kopfgeld auf dem? Nein? Sicher? Na los. Komm her. Oh, ich habe schon wieder nachgeladen, obwohl ich nur 3 Schuss abgefeuert habe. Das ist doch jedes Mal das Gleiche. Ja, bin ich, aber Achso, darauf war das gerade gar nicht bezogen, auf das Alter. Also, das war darauf gar nicht bezogen. Stimmt, du hattest gestern geguckt. Entschuldigung. Stimmt. Ich erinnere mich. Es ist ein bisschen viel los bei mir zurzeit, deswegen bitte verzeiht es mir, wenn ich gewisse Dinge nicht so auf dem Schirm habe. Du hast keine Geräusche beim Schießen gemacht. Du bist doch nicht versteckt. Emir unterstrich Warschuhe. Und 22, das ist lange her. Ja, bei mir auch. 22. Damals war ich in der Ausbildung. Kurz vor Abschluss. Nee, stimmt gar nicht. Damals war ich ungefähr Hälfte meiner Ausbildung fertig. Ja, 22, da war ich noch in der Ausbildung. Lang, lang ist's hier. Wow! Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt! Boah, ist ja ekelhaft. Egal, ich bin erstmal weg essen. Lass es dir schmecken, guten Hunger. Hallo, Hami. Boah, Dönerbox. Hallo, Hami. Ach, Bashur, hast du heute auch Post gekriegt? Hami unterstrich Koffein. Sie sind so schön, ÖN2. Sie sind so schön. Danke, 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 danke. Ja, aber der eine Bogen, der ist ja für Luzi. Das sollte ich ja mit reinpacken, ne? Hattest du ja gesagt, das eine sollte ich für Luzi mit reinpacken. Und ich habe gedacht, da freust du unterstrich dich. Bashur. Außer die halbe Tonne Süßkram nicht, nein. Oh, verdammt. Ja, dann wahrscheinlich morgen, weil Hami hat ihren Brief heute schon gekriegt. Hami unterstrich Koffein.
Ich hab ihr sofort ein Bild geschickt. Und was hat sie gesagt? Oh, wie süß! Sowas in der Art? Obwohl, nee, ich glaube, Luzi würde nicht so reagieren, sondern eher so wie du gerade. Kami-Koffein. Ziemlich genau das tagsgelötete www und viele Herzen lächeln das Smiley. Sehr gut. Ich habe doch gedacht, dass ihr euch darüber freut. Das habe ich mir nämlich gedacht. Du treibst dich also mit den Raiders rum. Schätze, Lilith musste mich früher oder später ersetzen. Bereit für etwas Action? Ich wurde geboren, um in Hinter zu treten, bis ich ins Gras beiße. Dachte ich mir. Mir nach. Wir treffen uns mit meiner Schülerin, falls sie noch nicht umgebracht worden ist. Das Fragment ist in einer eridianischen Einsiedelei eingeschlossen. Das Kloster wurde von Mönchen darum herumgebracht. Ist für heilig. Es ist vielleicht, aber im Moment sieht es weil die falsche Aufmerksamkeit auf sich. Ich habe zum dreimal. Ab den 1. Mai gibt es eine neue Resi-Demo. Ab 1. Mai? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Demo spielen möchte. Obwohl, wenn das so ist wie bei Resi 7, da war ja die Demo auch so der Vorspann zum eigentlichen Spiel. Captain Trott. Ah, Trott, die Nervensäge. Bislang konnte er nicht in die Einsiedelei vordringen. Aber wir sollten uns nicht auf seine Inkompetenz verlassen. Hört zu, Mönche. Ich weiß, dass ihr glaubt, ich würde das tun, um euch zu quälen. Aber eigentlich mache ich das nur, damit mein großer Bruder stolz auf mich ist. Er ist ein General und ich habe deshalb einen riesigen Minderwertigkeitskomplex. Wenn ich also euer ganzes Kloster niederbrennen muss, um ihn zu beeindrucken, dann werde ich das tun. Versteht ihr? Das versteht ihr doch, oder? Aber absolut. Sichere den Platz. Danach haben wir unterstrichen Kopfglocken, damit uns die Mönche durchlassen. Sorry, für die, die sowas eklig finden, aber immerhin ist der Entzündungsherd an dem Mandeln so weit weg, also altert nicht mehr. Sehr es geht gut. Also wieder aufwärts. Das ist sehr gut. Verstehe. Ja, neue Demo. Die sollte ursprünglich nur ein Tag Spieltag sein, aber das wurde geändert auf bis zum Release. Ja, ich hatte ja geguckt, die Demo, die aktuell da ist, die kann man ja irgendwie nur mit PlayStation Plus spielen, was ich schon richtig kacke finde. Ich habe eine sind denn jetzt so viele von den Großen hier? Das ist ja ekelhaft. Kami unterstrich Koffein. Und mein neuer Wassersprudler ist heute angekommen. Sehr cool. War ja ein richtig guter Tag. Warum habt ihr alle heute so einen guten Tag? Was ist los? Das ist meistens kein gutes Zeichen. Ich freue mich mega für euch, dass ihr so einen guten Tag hattet, aber das ist kein gutes Zeichen. Dies sind die persönlichen Aufzeichnungen von Captain Trott. Und wenn einer von euch Statuenputzern zuhört, werdet ihr unterstrich merken, was auf euch zukommt. Es ist nicht Montag, also kann es nur gut sein. Stimmt. Okay, okay. Als ich klein war, nannten mich alle Kleiner Sammy träumt. Ich habe geschrien, mein Name ist Samuel Trott. Kami unterstrich Koffein. Aber Sie haben. Naja, ich war 6 Stunden bei meiner Erzeugerin wegen Stettel und Haus- und Telefonvertrag. War heute Morgen gut und geht jetzt schlagartig aufwärts. Dazwischen war mies Lächeln das Smiley. Ja, okay, gut. Aber dann ist doch wenigstens schön, dass du dann überrascht worden bist, als du nach Hause gekommen bist. Ich hoffe, das hat dann ein bisschen zur Stimmung beigetragen. Schneller nach.
nicht wert. Au. Ah! Das war nicht gut. Ah, oh, da ist ja immer noch einer. Die Luft ist rein. Wenn wir nicht im Krieg sind, läuten die Friedensglocken Tag und Nacht. Da ist nur noch ein Bein. Echt ein Albtraum. Ah! Flasche spüren, eben nur gespielt, und Test sprudelt ganz schön. Ging leider nicht anders. Ja, als ich das letzte Mal reingeguckt hatte, da warst du schon offline, Basti. Aber ich habe eh nicht so viel mitgekriegt vom Baphomets Fluch, weil du immer so wirklich richtig krass im Hintergrund läufst. Also so voll krass im Hintergrund. Gerade heute war halt irgendwie der Wurm drin. Ekel. Alles gut. Oh. Ich muss, glaube ich, selber einfach mal Baphomet hochspielen. Ich hätte ja auch mal wieder Bock auf so ein Point-and-Click-Adventure. Die sind schon ganz nice. Wobei ich gestern... Oh, Basti, das hast du ja leider verpasst. Wir haben gestern Untitled Goose Game gespielt. Und wir sind sogar fertig geworden. Das war auch sehr schön. Das war gestern richtig entspannt, oder? Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber das war gestern ultra entspannt. Kann ich da oben irgendwie hinnehmen, ne? Hier? Hami unterstrich Koffein. Und mein neuer Tisch war dann doch so, wie ich ihn eigentlich haben wollte, lieferbar. Da hab ich dann noch mit den Schweden diskutiert, dass die meine Bestellung ändern. Wollten sich weigern, weil bis zum 3. könne man das nicht mehr ändern, laiba laiba. Die kommen dann morgen Abend mit dem richtigen Tisch statt am 3. Mai mit dem falschen. Laiba laiba. Laiba laiba. Aber das ist doch gut. Wenn jetzt noch mein Schrank entlieferbar ist, ne? Ob du Ärger hast oder machst, mögen die 6 Stürme dich schützen. Er hat recht. Ich sollte nach meiner Schülerin sehen. Von wegen nicht mehr ändern. Inkompetentes Pack. Manchmal haben die einfach keinen Bock. Ich bin sowas von bei der Bibliothek. Du hast doch gesagt, ich soll dort bleiben. Hier, weil ich bin ja noch hier. Das war ein... Puh, ich muss los. Ava ist so schwer, an einem Ort zu halten wie Quecksilber. Aber deshalb habe ich sie aufgenommen. Entweder wird sie zu überleben. Achtung, Mönche von Athenas! Hier spricht Captain Trott! Gebt sofort das Schlüsselfragment heraus, oder wir verkleinern euren so blöd friedlichen Planeten! Das heißt, wir sprengen ihn! Gott, ich liebe diese Firma! Form und Funktion! Wow! Seht euch die beschissenen Nerd an! Er hat mich so... Oh, gut, ein Pulsivo-Tool. Da fühle ich mich sofort. Los,
Muss ich da doch irgendwie hochkommen, ne? Emir und schon sagen. Hilmi hat auch immer einen Grundpegel, was die Aggressivität angeht, oder? Ich glaube Feind auch. Ich gut. XD. Ich glaube auch. Aber manchmal ist das gar nicht so schlecht, weil das macht das Leben viel, viel einfacher. Ich bin ehrlich gesagt viel zu nett. Ich bin viel zu nett. Ich sollte mir auch mal so eine Grundaggression, glaube ich, angewöhnen. Also bei mir dauert das echt lange, bis ich mal böse bin. Aua. Geh weg. Das sind ja zwei. Das ist ja schön. Darüber werden noch Lieder gesungen. Hast du Todessehnsucht? Emir unterstrich Barschur. Das ist leichter gesagt als getan. Ja. Ich habe einen ziemlich hohen ist mir egal Pegel. Das hilft auch oft. Den habe ich halt auch nicht. Das Einzige, was ich habe, ist ein Grundvertrauen in die Menschheit. Und das ist ziemlich unerschütterlich. Also ich habe immer dieses im Hinterkopf. Ist schon okay. Ist schon okay. Und dann rege ich mich wieder auf und dann reagiere ich mich irgendwo dran ab. Meistens trete ich gegen einen Mülleimer oder so und dann passt das auch wieder. Dann ist das gar nicht so schlimm. Also bei mir ist es eher so dieses ja. Dient. Also, ich würde, also scheißegal Haltung, nee, kann ich nicht. Ich nehme mir alles viel zu sehr zu Herzen. Ich habe Post von Bladov. Emir unterstrich Barschur. Wo ist nimmst du das her? Ich hatte nie viel Vertrauen in die Menschheit und seit 1,5 Jahren gar keiner mehr. Woher ich das nehme? Puh. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich das Glück habe. Oh Gott, wer war das? Demon, danke schön für dein Follow. Herzlich willkommen. Emir unterstrich Barschur. Ich frage mich nur minimal zweimal am Tag. Alter, wer hat dir die Schuhe heute Morgen zugemacht? Ja, das auch. Das auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass ich mich nicht über Leute ärgere oder so. Überhaupt nicht. Aber das ist so ein Ding, das mache ich mit mir selber aber aus. Hallo, Kammerjäger. Wärst du bei Beginn der Invasion da gewesen, hätten wir allein standgehalten. Jetzt läutet also die Glocke. Also ich beobachte Kamil sehr, sehr lange und Koffein. Das ist schlecht. Weil ich dann jetzt mal ehrlich. Zu behaupten, man könne Artikel A nicht liefern, weil nicht da, ich aber dann ich Artikel A in der separaten Bestellung liefern lassen kann, ist halt auch einfach echt saudumm. Ja, ist so. Das sind alles so Leute, die beim Verteilen der Intelligenz lieber die Straßenseite gewechselt haben. Meinst du so, und jetzt verteilen wir Intelligenz? Oh, das ist ein kaltes Buffet. So eine Art? Ja. Nee, aber woher ich dieses Grundvertrauen habe, ich habe keine Ahnung. Ich bin so oft in meinem Leben einfach schon auf die Schnauze gefallen. Ich kann es dir echt nicht sagen. Das ist so ein... Emir unterstrich Barschur. Herr Wirfhirn oder Steine, wichtig ist nur, dass du triffst. XD. Ja. Auf jeden Fall. Nee, vielleicht ist Grundvertrauen auch falsch. Lass mich das anders erklären. Ich bin jemand, ich beobachte sehr lange und halte ultra lange meinen Mund und sage einfach nichts dazu, weil ich mir immer denke, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Vielleicht hat er heute einfach nur einen scheiß Tag.
Vielleicht ist das einfach nur ein Missverständnis. Und ich bin scheiße freundlich. Und bei mir in der Ausbildung habe ich halt gelernt, je freundlicher du bist, desto freundlicher sind die anderen. Und wenn sie dann scheiße sind, du aber freundlich bleibst, dann entwaffnest du sie einfach. Das habe ich damals in der Ausbildung gelernt. Das hat auch im Hami-Koffein bei meinem Job später geholfen. Und ja, Edmir-Barschuhe. Ich habe zumeist einen recht hohen Aggressionspegel, was Dinge angeht, die logisch sind, aber dann aus Dummheit oder viel schlimmer Ignoranz und Faulheit nicht gemacht werden. Ja. Ach Mann. Das sind so Sachen. Ich glaube, ich bin zu harmoniebedürftig. Das ist eher das Problem. Mein Kollege sagt immer, Herr, lass Gras wachsen, die Rindviecher werden als größer. XD. Der ist auch gut.